Hallo, liebe Lesefreunde, heute wieder ein neues Buch und zwar Greg Iles und Unter Verschluss The Quiet Game aus dem Jahre 1999. Es ist ein dicker Wälzer, ja, das ist richtig, aber er ist sehr spannend. Penn Cage, ein ehemaliger Staatsanwalt, reist mit seiner Tochter nach Natchez, Mississippi. Dort herrscht immer noch eine Art oder was heißt Sklaven, eine Art Rassentrennungsmentalität. Und da beginnt nun das Abenteuer. Es ist ein Mord passiert, der lange Jahre her ist. Eine wunderschöne, reiche Erbin des Verlages vor Ort setzt sich mit ihm zusammen und gemeinsam wollen sie das Rätsel lösen. Die Handlung und die Story an sich fand ich langweilig. Oder was heißt langweilig? Es ist schon spannend, aber das hat man schon so oft gelesen und auch so oft im Fernsehen gesehen. Was ich aber sehr gut fand, war der Handlungsort, die Location, die Menschen. Wie die sind, wie die denken, wie das auf den Straßen ist. Das fand ich doch sehr packend. Also, das sind eher so die Bereiche, die man normalerweise in einem Buch so manchmal mit den Augen überfliegt. Ja, okay, der Raum ist schön, die Sonne stand tief am Himmel oder hatte ihren Zenit erreicht. Das sind so diese Sachen, die man ja normalerweise, wenn einen der Autor nicht auf den Punkt kommt, so schnell überfliegt. Aber hier waren es eher so die Bereiche, die mich fasziniert haben. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das mal passieren würde. Ist es aber. Ist dieses Buch zu empfehlen? Auf jeden Fall. Es ist sehr spannend. Die Handlung mag für den einen oder anderen spannender sein als für mich. Ich kann das Buch weiterempfehlen und wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr das liest. Schreibt eure Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, ebenfalls von Greg Iles.